Seit fast 20 Jahren produzieren wir mittlerweile nun schon unabhängige Dokumentarfilme über Landwirtschaft und Landtechnik weltweit. Für unsere Filmprojekte, die mehrsprachig auf DVD und Videostream veröffentlicht werden, haben wir bereits viele bedeutende Agrarregionen der Welt bereist. In unserem YouTube-Kanal geben wir immer wieder Einblicke in unsere Arbeit und nehmen euch in dieser Kurzgeschichte nun mit nach Brasilien. Viermal sind wir für unsere dreiteilige Dokumentarfilmreihe Landwirtschaft in Südamerika in unterschiedlichen Jahreszeiten vor Ort gewesen und haben in Chile, Argentinien und eben Brasilien gefilmt. In Brasilien lag der Fokus neben der Sojaernte auf dem Zuckerrohranbau. Zuckerrohr wird in Brasilien schon seit dem 16. Jahrhundert angebaut. Einen richtigen Schub bekam der Zuckerrohranbau allerdings mit der Förderung des Ethanolprogramms nach der Ölkrise zu Beginn der 1970er Jahre. Zuerst wurde Ethanol nur mit wachsendem Anteil den Kraftstoffen beigemischt. Später kamen sogenannte Flex-Fuel-Autos hinzu, welche sich mit reinem Ethanol oder Benzin betanken lassen. Diese Flex-Fuel-Autos nehmen in Brasilien heute 90% der Verkaufszahlen ein. Zuckerrohr wird landesweit auf rund 9 Millionen Hektar angebaut. Eine Fläche doppelt so groß wie Niedersachsen. Die 650.000 Einwohnerstadt Ibirón Preto im Bundesstaat São Paulo gilt als das Zentrum des Zuckerrohranbaus. Es hat einige Wochen Recherche und zahlreiche E-Mails und Telefonate benötigt, bis wir für unsere Agrardoku beim zweitgrößten Zuckerrohranbauer der Welt filmen durften. Der Betrieb baut etwa 350.000 Hektar in mehreren Bundesstaaten an und betreibt 10 Zuckerrohrfabriken. Bei den rund 300 PS starken Erntemaschinen werden zunächst mit dem sogenannten Topper die oberen grünen Blätter der über 4 Meter hohen Pflanzen abgeschnitten. Die seitlichen Förderschnecken dienen dem gleichmäßigen Einzug der Pflanzen. Mit den sogenannten Knockdown-Roller-Walzen wird das stabile Zuckerrohr nach vorne gedrückt und mit zwei großen Bodenmessern über der Wurzel abgeschnitten. Daraufhin werden die Stängel im Einzugskanal weiter befördert und mit Messern auf eine Länge von 20 cm geschnitten und das Laub mit zwei Gebläsen aussortiert. Kaum vorstellbar, dass Zuckerrohr in vielen mit Brasilien konkurrierenden Anbauländern der Welt immer noch per Hand geerntet wird. Bei der Logistik auf den riesigen Plantagen kommen viele spektakuläre Fahrzeuge zum Einsatz. Darunter solche gezogenen Überladewagen mit bis zu 60 Kubikmetern Ladevolumen. Schwer beladene Trucks transportieren die sogenannten Billets zu den Fabriken. Auch hier durften wir für unsere Agrardoku drehen. Zuckerrohr ist eine Kultur mit mehrjähriger Nutzung und wird bei diesem Betrieb 5-mal beerntet. Die Spitzenerträge bewegen sich rauf bis auf 180 Tonnen je Hektar. In der Region ist auch der größte Zuckerrohranbauer der Welt sehr aktiv. Das Unternehmen wirtschaftet auf unvorstellbaren 860.000 Hektar und betreibt 24 Fabriken. Für unsere Dokumentarfilmreihe Landwirtschaft in Südamerika haben wir für das Thema der Zuckerrohrernte mehrere Betriebe besucht und uns ein Bild vom Anbauverfahren, den Fahrzeugen sämtlicher Fabrikate, der Logistik und den Fabriken gemacht. Die ohne Werbung oder Sponsoren produzierten Filme sind auf DVD und auf unserer neuen Video-on-Demand-Plattform www.farmworld.tv erhältlich. Wir danken allen Zuschauern für die Unterstützung.